In dieser Folge widmen wir uns einer sehr, sehr wichtigen Institution hier in NRW. Vorab aber, es gibt in jedem Bundesland so ein Landesbüro. Das NRW-Landesbüro Tanz ist Ansprechpartner, Kommunikationsplattform und Impulsgeber für die professionelle Tanzszene in Nordrhein-Westfalen. Es unterstützt die Arbeit der Tanzschaffenden in NRW, indem es Formate der Vernetzung und Qualifizierung anbietet und der Tanzszene mit kollegialer Beratung zur Seite steht. Es initiiert Projekte, Kooperationen, Diskurse im Feld des professionellen, zeitgenössischen Tanzes. Es verleiht dem Tanz öffentliche Sichtbarkeit, indem es die Aktivitäten der Tanzschaffenden präsentiert. Es engagiert sich im Dialog mit der Kulturpolitik, regionalen Förderinstitutionen, nationalen Tanzorganisationen und internationalen Netzwerken. Es eröffnet generationsübergreifend Zugänge zu Tanz als Kunstform und realisiert Projekte der Tanzvermittlung und der kulturellen Bildung. Es veranstaltet die internationale Tanzmesse NRW alle 2 Jahre. Und in dieser Folge habe ich die Tanzvermittlerin Henrike Kolmar bei mir. Sie ist für den ganzen Bereich Tanzvermittlung zuständig. Henrike arbeitet seit 2 Jahren im Team des NRW-Landesbüros Tanz und gemeinsam mit ihren Kolleginnen Martina Ketterer und Katharina Gadelha liegt ihr Arbeitsschwerpunkt im Feld der Tanzvermittlung. Und alles Weitere, wie sie ins Tanzen gekommen ist, was ja dann auch ihre Biografie stark betrifft, das verrät sie uns in dieser Folge. Gemeinsam stellen wir das NRW-Landesbüro Tanz jetzt vor. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach-Tanzen-Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen zu diesem Mega-Interview, auf das ich schon ganz, 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 ganz lange warte, mit Henrike Kolmar vom NRW-Landesbüro Tanz. Liebe Henrike, ich freue mich so sehr, dass du heute Zeit für mich hast. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen bin. Es ist heute mein letzter Tag vorm Urlaub und es ist natürlich jetzt nochmal ein kleiner Höhepunkt für den Sommer. Vielen Dank und von unserer Seite, von den Zuhörern wahrscheinlich schon ganz liebe Grüße für den Urlaub. Henrike, wir sind in einer gerade sehr, sehr prekären Situation der gesamten Tanzszene. Das ist eines der Gründe, warum wir uns beide stark machen, die Kollegen, Kolleginnen, alle Tanzschaffenden noch stärker zu vernetzen. Denn ihr seid in eurem Team eine Institution in unserer Tanzlandschaft, die sich genau dafür stark machen und auch stark einsetzen. Bevor wir so richtig einsteigen, Henrike, meine traditionelle Frage, wie bist du ins Tanzen gekommen? Also ich ganz persönlich bin eigentlich auch schon seit Kindesbeinen an mit Tanz und Bewegung beschäftigt. Ja, ganz klassisch natürlich Kinderballett. Später habe ich dann für mich Kampfsport entdeckt. Also ich habe Aikido gemacht. Ich habe da sehr viele Verbindungen auch zum Tanz entdeckt. Ich habe dann selber nach dem Abi, war für mich klar, ich will erstmal was Praktisches lernen. Und was Praktisches war für mich tatsächlich, was mit dem Körper zu tun hat. Und ich habe eine Tanz- und Bewegungspädagogische Ausbildung gemacht. Auf die Art und Weise hat es mich auch nach Köln verschlagen, wo ich dann auch hängen geblieben bin. Und ich habe dann im Anschluss an diese Ausbildung, habe ich dann aber auch gemerkt, dass mich auch der theoretische Hintergrund sehr interessiert. Also ich habe dann eben auch Tanz und unterrichtet, aber ich habe dann auch noch Theater, Film und Fernsehwissenschaft, hieß es damals noch, studiert. Und da habe ich mich ganz stark eben in das Feld der Tanzgeschichte, der Tanzwissenschaft so reinbegeben. Das waren eigentlich immer so meine zwei
zwei Wege, mich dem Tanz anzunähern. Also über die Praxis, aber auch über die Theorie. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal getanzt hast? Ja, ich war wahrscheinlich tatsächlich auch so 5 oder 6 Jahre alt. Also damals eben in der Kleinstadt, aus der ich komme, aus dem Ravensburg, dann eben auch natürlich an einer Kinderballettschule gelernt und ja auch viel in der Schule dann. Damals, wir hatten eine Turnlehrerin, die sehr tanzaffin war, und das war für mich eigentlich dann noch viel stärker noch also ein prägendes Erlebnis, weil da ging es dann eben auch wirklich darum, jetzt nicht rein über eine Tanztechnik, die Ballett sich dem anzunähern, sondern wir haben dann wirklich kleine Stücke entwickelt, also eher auch so kreative Aspekte, und da habe ich eben gemerkt, das ist total fasziniert und begeistert. Und an welcher Stelle ist für dich Tanzen oder der Tanz zur Karriere geworden, beziehungsweise der Weg in die Arbeitswelt? Also ich habe bereits während des Studiums alle möglichen Praktika gemacht bei einer Tanzkompanie, also bei den Assistenzen. Ich habe dann auch teilweise für die Zeitschrift Ballett gearbeitet. Habe dann angefangen, auch teilweise über Tanz zu schreiben. Also da hat sich das dann auch so mit meinem Studium ganz gut verbunden. Also da eben auch nochmal so ein bisschen theoretisch drauf zu gucken. Und letztendlich bin ich dann mit ein paar Schlenkern, beruflichen Schlenkern, habe ich dann 2000 im Tanzhaus NRW in Düsseldorf angefangen als Dramaturgin. Und habe 18 Jahre lang im Haus eben sowohl Produktionen, Tanzproduktionen begleitet, in der Entwicklung begleitet als Dramaturgin, als auch eben Programmreisen, Festivals geplant und kuratiert. Das war eigentlich so mein Weg in die Arbeit, genau, ins Arbeitsfeld rein. Und seit 2 Jahren arbeite ich jetzt im NRW-Landesbüro Tanz in Köln. Erzähl uns mal ein bisschen, wie das Landesbüro oder vielleicht auch wie die ganzen Landesbüros, gibt ja nicht nur eins in NRW, wie die entstanden sind oder wie die sich gefunden, geformt, zusammengetan haben. Also das NRW-Landesbüro Tanz gehört, glaube ich, zu den ältesten in der Bundesrepublik. Also ich will mich da jetzt nicht 100% festnageln, aber das ist 1992 bereits entstanden. Das war eine Initiative von Anne Neumann-Schultheiß und Wolfgang Hoffmann, damals noch Ministerialrat im Kulturressort der Landesregierung NRW. Und natürlich weiteren Mitgliedern und Tanzfachleuten, die gemeinsam beschlossen haben, dass es kulturpolitisch oder auch für die Tanzszene wichtig ist, so ein Büro zu haben, das quasi als Ansprechpartner fungieren kann für die Tanzszene. Und aus dieser Initiative, damals hieß es noch Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz, NRW, hat sich eben dann das NRW-Landesbüro Tanz entwickelt. Und das NRW spielt natürlich eine zentrale Rolle. Also wir sind wirklich als Landesbüro Ansprechpartner für die gesamte Tanzszene in NRW. Also das heißt, sowohl für Stadttheaterensembles können sich bei uns melden, wenn sie Informationsbedarf haben. Genauso Tanzpädagogen, Tanzpädagoginnen, als auch TanzvermittlerInnen, KünstlerInnen. Wir fühlen uns als Ansprechpartner für die ganze Szene, fühlen wir uns wichtig. Und deswegen freuen wir uns auch, dass wir hier bei dir nochmal einen Podcast das auch nochmal so publizieren können. Für die, die uns vielleicht noch nicht so als Andockstelle auf dem Schirm haben, dass wir eben sehr viel Kontakte in die Szene suchen und anbieten. Also wir bieten Seminare an, wir bilden Beratungsgespräche an und wir engagieren uns eben auch sehr stark auf der kulturpolitischen Ebene dafür, den Tanz zu stärken. Das sind eine ganze Menge Möglichkeiten, gerade auch was eure Beratungen angeht, finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern
empfehlen, da auch den Newsletter, den ihr wirklich sehr sorgfältig raussucht, recherchiert, rausgebt, auch sehr regelmäßig, um sich zu informieren, einfach zu abonnieren, damit man informiert ist. Ja, also es gibt viele Newsletter, die finde ich sehr viel weniger sinnvoll, aber so 3-4 von einem Verband oder von euch sind für mich sehr, sehr hilfreich. Das schon mal an der Rückmeldung. Nun ist es ja so, dass ihr in einer bestimmten Weise gearbeitet habt und auch der Shutdown, die Krise, der Lockdown, der gefühlte Hausarrest ja auch etwas mit eurer Arbeit gemacht habt. Erzähl uns mal ein bisschen, wie sich das verändert hat. Also für uns ist der Shutdown auch ein prägender Moment, also ein ganz stark selbst auch erlebter Krisenmoment. Also wir haben gefühlt da wirklich dann extrem viel Arbeit gehabt, also nicht nur gefühlt, sondern real, weil uns das natürlich ganz bewusst war und wichtig war, zeitnah diese ganzen Informationen auch zu filtern und möglichst so den Künstlerinnen und Künstlern weiterzugeben, dass es hilfreich ist. Also du hast gerade schon den Newsletter erwähnt. Vielen Dank. Das nehme ich gerne mit in meinen Kolleginnenkreis, den wir zweimal im Monat veröffentlichen. Also wir haben zum einen eben ganz stark über den Newsletter die Infos gebündelt. Was ist zu tun? Wo komme ich an? Gelder unter Umständen ran, um diese Krise jetzt zu überbrücken? Was sind die aktuellen Bestimmungen? Wir haben auch sehr viel Arbeit investiert, unsere Homepage immer aktuell zu halten. Also wir haben dann unter dem Hashtag Auswirkungen der Corona-Pandemie haben wir alle Informationen immer zusammengefasst auf unserer Startseite. Und wir hatten natürlich auch ganz viel Anfragen, also telefonisch oder auch natürlich viel auch in Zoom-Konferenzen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, was jetzt eigentlich die richtigen Strategien sind. Und wir sind da natürlich teilweise auch wir sehen die Ambivalenz, dass es auf der einen Seite natürlich für die Landschaffenden ja existenziell ist, wieder arbeiten zu dürfen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch natürlich, dass es ganz wichtig ist, ja, mit den Gesundheitsrisiken sorgfältig umzugehen und jetzt nicht vorschnell quasi wieder große Veranstaltungen zu forcieren, wo es vielleicht einfach nicht ganz klar ist, wie lässt sich das umsetzen. Ja, also das ist, die Corona-Krise ist voll bei uns angekommen, ganz klar. Also wir haben auch hier selbst bei uns im Team haben wir dann eben Maßnahmen ergriffen. Also viele Kolleginnen haben dann aus dem Homeoffice gearbeitet. Wir hatten dann hier nur ein kleines Team hier lokal verortet. Unser Büro ist ja in Köln, im Mediapark, sodass wir wirklich das auseinandergezogen haben, ne? Dass wir uns auch quasi gegenseitig da, dass wir einfach Arbeitsbedingungen haben, die okay sind. Du hast erwähnt, dass ihr euch kulturpolitisch engagiert. Das heißt, es ist wahrscheinlich noch nie so eine einerseits surreale, aber andererseits auch sehr extreme Situation für uns Tanzschaffende entstanden, die uns in einer gewissen Weise sehr stark abhängig von der Politik macht. Denn die scheinen ja gerade diejenigen zu sein, die der Dreh- und Angelpunkt für uns und unsere Wiederaufnahme unserer Arbeit und Tätigkeit sind. Wenn wir uns jetzt anschauen, was für unterschiedliche Bestimmungen in den Bundesländern herrschen, erscheint es ja manchmal nicht so logisch zu sein, warum das eine geht und das andere. Damit habt ihr sicherlich auch zu tun. Aber wie sieht speziell eure kulturpolitische Aktivität aus? Habt ihr einen Draht ins Kultusministerium oder also
Diese Frage kommt mir einfach immer wieder auf, was tut denn der einzelne Verband oder der einzelne Verein tatsächlich, damit sich etwas für uns tut? Denn wenn wir ehrlich sind, bis zum Jahresende mit dem bisschen Soft-Opening oder teilweise gar nicht arbeiten können, ist unsere schöne Kulturlandschaft, also die ganze Kulturlandschaft, nicht nur die Tanzlandschaft, ja, ziemlich ausgerottet, würde ich jetzt einfach mal sehr provokativ sagen. Ja, also wir sind natürlich mit den Ministerien in Verbindung, im Gespräch. Also das sind bei uns tatsächlich das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, die natürlich für die TanzkünstlerInnen natürlich das ausschlaggebende Ministerium sind, aber natürlich auch das MKFFI, also Ministerium für Kinder, Familie, Geflüchtete und Integration, weil ja viele Projekte in der kulturellen Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen so eher in diesem Sektor angesiedelt sind. Da war es jetzt in erster Linie, denke ich mir, ganz wichtig, die immer quasi real geltenden Corona-Schutzverordnungen eigentlich irgendwie so zu bündeln und zu kommunizieren, weil von vielen Tanzschaffenden haben wir wirklich auch die Rückmeldung bekommen, das ist ein Dschungel, ich blicke nicht mehr durch, was gilt jetzt eigentlich ab wann und wo und wie. Und da haben wir uns dann teilweise wirklich eben auch mit den Ministerien nochmal rückversichert, wie sind jetzt die Auslegungen oder was gibt es Spielräume oder nicht. Aber wir waren natürlich auch mit ganz vielen Tanzschaffenden im Austausch, die teilweise ja auch sehr individuelle Lösungen dann für sich gesucht haben. Ne? Also da finde ich mich jetzt einfach nur an eine Kompanie, die jetzt sagt, wir arbeiten jetzt per Zoom weiter, ein Teil der Tänze sind da, die leben dann aber irgendwie quasi in wohngemeinschaftsähnlichen oder haushaltsähnlichen Verbindungen. Andere Teil der Tänze sind woanders und die werden praktisch per Zoom zugeschaltet, sodass wir zumindest teilweise weiterarbeiten können. Die hat sich natürlich wirklich drauf bezogen, von unserer kulturpolitischen Arbeit, die ganzen Hilfsprogramme oder Finanzierungsprogramme quasi übersichtlich zugänglich zu machen und da auch und dann natürlich auch Beratungen anzubieten. Ne? Und das meine ich ja gerade auch so mit dem bisschen mit dem Ambivalenten. Also auf der einen Seite zu wissen, es ist existenziell, dass Künstlerinnen und Künstler wieder arbeiten dürfen. Aber auf der anderen Seite ist es auch manchmal wichtig zu sagen, man muss ja auch die Menschen schützen. Ne? Also es kann, zum Beispiel, es geht jetzt nicht darum, voreilig jetzt wieder alles zu eröffnen, solange die Gesundheitsrisiken überhaupt noch nicht überschaubar sind. Und natürlich in dem Bereich, wo es dann auch um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht, ist da ja natürlich noch mehr Vorsicht angesagt. Da kann man dann nicht sagen, wir müssen jetzt partout wieder öffnen dürfen, wenn das eigentlich noch gar nicht geklärt ist. Also da haben wir, würde ich sagen, also eine vorsichtige Haltung dazu, dass man eben wirklich schon natürlich auslotet, was ist wieder möglich, aber wo muss man tatsächlich vielleicht nochmal einen Moment abwarten, bevor man wieder durchstartet. Was siehst du für uns ganz realistisch für einen Schaden, der bereits jetzt schon in unserer Tanzszene entstanden ist? Sagst du, ach, die sind alle ganz gut untergebracht? Ich meine, ich bin ja genauso gemeint, ne? Oder die Leute können auch mal ein paar Monate aufs Tanzen verzichten, das ist nicht so wild. Oder sagst du, doch, Heidemarie, ich sehe schon, ohne dass ich jetzt jemanden zu nahe treten möchte, dass hier schon ein bestimmter Schaden entstanden ist, der auch jetzt nicht einfach durch, sagen wir mal, nach den Sommerfesten, nach den Sommerferien einfach ohne weiteres weitergemacht werden kann. Also ich erinnere mich jetzt einfach an ein Gespräch, was ich vor kurzem hatte mit Barlow, Danny Wohlrab ist das, der gesagt hat, die Veranstaltungstechniker lösen sich gerade auf. Die verkaufen gerade für billig ihr Equipment, weil die einfach von nichts mehr leben können. Wo ich sage, ja, was sind denn das noch für Veranstaltungen für uns Tanzschaffende, wenn wir
solche Unterstützer gar nicht mehr haben. Ja, es ist eine große Katastrophe, das ist ganz klar. Ich denke auch, für viele ist es existenziell. Also es sind eben, du sprichst es ja gerade an, mit Personen, die jetzt auch im technischen Bereich mit Tanz zu tun haben, sind ja jetzt nicht nur die, sagen wir mal, die Tänzerinnen und Tänzer oder Tanzpädagoginnen oder TanzvermittlerInnen, sondern es gibt ja ganz viele Bereiche, die quasi dann zusammenwirken. Und man sieht da natürlich schon auch sehr stark an der Corona-Krise, wie prekär die Arbeitsverhältnisse teilweise sind, also wie fragil die Arbeitsverhältnisse sind. Und da geht es natürlich auch langfristig darum, quasi auch nochmal sich so die Arbeitsverhältnisse anzugucken. Ne? Also jetzt ist ja das quasi auch mit der Grundrente durch. Also da springe ich jetzt quasi nochmal auf ein anderes Thema. Aber es geht ja wirklich darum, die Arbeitsverhältnisse von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern und eben bei uns insbesondere die Tanzszene. Also wie kann die langfristig irgendwie besser aufgestellt sein? Also von der Absicherung her. Ja. Du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, diese Krise zeigt ganz, ganz stark, an welchem seidenen Faden wir doch unter Umständen dann hängen, wenn einfach die Aufträge ausbleiben. Ich musste meine Rentenversicherung, meine private kündigen. Was sind das für Zustände eigentlich, frage ich dann auch die Politik tatsächlich, wenn ich immer meine Steuern gezahlt habe, wenn ich fleißig ohne Ende bin und in so einer Situation so wirklich im Stich gelassen werde oder zig Tanzschulen erstmal auf die Straße müssen und betteln müssen, dass hier irgendwas passiert, dass man dann eine kleine Überbrückungshilfe kriegt oder eine kleine Soforthilfe, wo wir doch alle wissen, dass große Konzerne, die noch nicht mal eine Förderung nötig haben, von der Politik zig Gelder kriegen und dann nicht akribisch nachweisen müssen, was sie davon gebraucht haben und was nicht. Da muss ich sagen, das sind für uns ganz, ganz schlimme Zustände. Die Förderungshilfen schließen sich teilweise aus oder man hat das noch nicht gekonnt und dann ist ein Zeitrahmen abgelaufen und dann ist das gar nicht mehr möglich und solche Sachen. Was siehst du für uns, wo da wirklich aktuell eine Verbesserung dann vielleicht aus dieser Krise gewachsen stattfinden kann? Soll es dann sowas wie eine Grundsicherung für Künstler geben oder was kann man da erreichen? Ja, eine Grundsicherung ist vielleicht ein Modell, ein denkbares Modell, ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre vielleicht tatsächlich ein Modell und das man dann auch vielleicht nach Corona nochmal stärker diskutieren muss. Wir haben hier natürlich auch mit Personen zu tun gehabt, die jetzt ganz unterschiedliche Modelle für sich nutzen müssen. Ne? Also vom Tänzer, der Familie hat, der jetzt einfach im Arbeitslosengeld beantragt hat, mit vielen eigentlich also nicht unbedingt besonders gerne, weil es natürlich einfach auch ein Verfahren ist, was teilweise ja ganz stark dem freiberuflichen Ansatz des künstlerischen Arbeitens komplett widerspricht. Ne? Bis zu den Personen, die jetzt quasi auch verschiedene Förderinstrumente wirklich für sich nutzen, die einfach sagen, okay, dann bearbeite ich jetzt, nehme ich irgendwie entwickle eine digitale Version meines für die Bühnen geplanten Stückes. Mein Tanzprojekt mit Jugendlichen ist so nicht realisierbar. Ich mache jetzt mit denen einen Tanzfilm und wir proben per Zoom. Also da habe ich schon viele, viele kreative Lösungen gehört und gesehen und finde das eigentlich, also man kann es nicht generalisieren, weil ich glaube, dass die Arbeitsweisen doch sehr unterschiedlich sind. Und unsere Aufgabe ist es quasi dann eher irgendwie nochmal zu sagen, guck mal hier hin oder dahin, das könnte für deine Situation passen oder das könnte für deine Situation passen. Also ich habe schon den Eindruck, dass hier in NRW
die Kulturpolitik sich dessen sehr bewusst ist, wie wichtig die Kulturszene hier ist. Es sind ja jetzt auch nochmal neue Programme aufgelegt worden und ich hoffe natürlich, dass das auch bei den Künstlerinnen und Künstlern tatsächlich wirksam ankommt, wie lange die Krise sein wird und wie lange wir da noch dran knapsen werden. Das ist jetzt natürlich im Moment für uns auch noch nicht absehbar. Ja. Also da wachsen wir quasi auch immer täglich mit den Meldungen mit. Ja. Und natürlich seid ihr doch auch darauf angewiesen, dass einfach die Tanzschaffende mit euch sprechen, damit ihr ein Bild habt, denn Kommunikation ist gerade wahrscheinlich mit die wertvollste Währung auch, um zu wissen, wie es den Einzelnen geht oder ob die Überbrückungshilfe überhaupt von diesen und jenen genutzt werden konnte. Ja. Wie sieht denn eure Arbeitsweise jetzt für das nächste halbe Jahr aus? Gibt es wieder Pläne für Offline-Veranstaltungen, Seminare? Kann man zur Beratung wieder zu euch kommen? Was habt ihr geplant? Wir sind zum einen, also haben wir diese beratende oder informierende Funktion im Landesbüro, aber wir machen ja selber auch Projekte. Und deswegen waren wir in dem Sinne natürlich auch mit diesen ganzen Fragen konfrontiert. Wir veranstalten ja die internationale Tanzmesse NRW, die jetzt dieses Jahr auch, also es gibt ein Online-Event im August an einem Tag, um natürlich in irgendeiner Weise da irgendwie die Kommunikation aufrechtzuerhalten und da auch natürlich ein Statement zu machen, damit wir veranstalten im Dezember das Kinder- und Jugendtanzfestival Dynamo. Das planen wir jetzt, aber wir wissen natürlich noch gar nicht, ob wir das so, wie wir es uns jetzt gerade denken, im Dezember umsetzen können. Also wir planen jetzt im Moment quasi auf den Grundlagen der aktuellen Corona-Schutzverordnungen, also wie viele Personen in einen Raum dürfen. Also das heißt, wir werden für dieses Kinder- und Jugendtanzfestival sicher in diesem Jahr wesentlich weniger Kinder einladen können. Also wir werden andere Formate entwickeln müssen für dieses Festival. Was wir aber trotzdem sehr wichtig halten, ist, dass über diese ganzen Zoomerei und dieser ganzen digitalen Welt eigentlich das, was eigentlich das Herzstück des gemeinsamen Tanzens oder auch das Herzstück der Tanzvermittlung und vielleicht der kulturellen Bildung ist, also das ist dieses über die Selbstwirksamkeit, also über den eigenen Körper sich zu erleben, sich zu erfahren. Und wir wollen das nicht so ganz aufgeben. Also wir werden das natürlich sehr sorgfältig und sehr, sehr auf Sicherheit bedacht planen. Und dann müssen wir gucken, also ob wir das dann so umsetzen können, ob Kinder einfach im Dezember wieder tanzen dürfen. Das ist natürlich unsere große Hoffnung. Okay. Und wir haben im nächsten Jahr auch das Festival Tanz NRW, was ja in 9 Städten in ganz NRW stattfindet. Es soll eigentlich im Mai nächsten Jahres stattfinden und ja, wir hoffen halt auch, dass wir bis dahin Möglichkeiten gefunden haben, das umzusetzen. Wir gehen natürlich davon aus, dass viele hybride Formate auch entstehen in der Tanzwelt. Also Künstlerinnen und Künstler, die eben digitale Medien und real anwesende Körper, dass da auch spannende neue Projekte entstehen. Wie wichtig ist euch die Arbeit mit Berufsverbänden, mit Bundesverbänden für Tanzschaffende? Wenn ihr euch als Dreh- und Angelpunkt schon so ein bisschen versteht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr da sehr, sehr gute Drähte habt. Ja, das ist natürlich auch ein Teil unserer Arbeit, also diese Vernetzung. Wir haben natürlich regen Kontakt auch zu den anderen Landesbüros, die es ja auch in den anderen Bundesländern gibt. Da liefen natürlich die Drähte auch heiß. Wie ist es bei euch? Wie regelt ihr das? Was für Maßnahmen sind in Bayern oder in Baden-Württemberg? Und wie ist es vergleichbar mit dem, was es in NRW gibt? Da sind wir natürlich sehr, sehr gut in Verbindung.
Dann organisieren wir uns natürlich auch im Dachverband Tanz, mit denen sind wir auch in Kontakt. Das ist ja auch quasi eine, darüber gibt es natürlich jetzt auch zum Beispiel über TAMET, die ja auch nochmal Untersuchungen angestellt haben zu Corona-Bedingungen, inwieweit da Tanzen wieder möglich ist. Dann sind wir auch Mitglied beim Bundesverband Aktion Tanz in Bildung und Gesellschaft, früher noch bekannt unter dem Begriff Tanz in Schulen. Ja, die Linda war bei uns erst neulich im Podcast. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die Interviews gehört haben. Ansonsten kann ich da nochmal zurückverweisen. Also wir sind, ich glaube, mittlerweile immer besser im Bilde, was eine schöne Vielfalt auch ist. Ja. Genau, und mit denen sind wir natürlich auch im Austausch. Wir sind auch hier in NRW natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel vom Landesbüro Freie Darstellende Künste in Dortmund im Austausch mit der LAG Tanz. Also da ist natürlich ganz viel, wenn einer Informationen hat, dann tauscht man das auch aus und schließt sich da ein bisschen kurz. Also manchmal auch tatsächlich so, wie hast du das verstanden? Weil manchmal gab es ja auch bei den Corona-Schutzverordnungen, dass man dachte so, man kann das vielleicht unterschiedlich interpretieren. Also so damit wir da auch alle gleich also auf dem gleichen Stand sind. Also da gibt es, finde ich, sehr viel Austausch und das ist natürlich auch ganz wichtig, ne, dass man sich da bundesweit irgendwie vernetzt und abgleicht auch mit Informationen. Mhm. Und natürlich auch gemeinsame Strategien fährt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das macht uns umso stärker. Also ich merke immer wieder, wie ich das bedauere, aber Kollegen ganz genauso, ob das Tanzpädagogen oder auch Tanzlehrer sind, die sagen, wir sind hier ganz schön alleingelassen, warum haben wir eigentlich keine Lobby Tanz? Siehst du das als etwas, was als nächster Schritt vielleicht für unsere Szene kommen muss oder sind wir davon weit entfernt? Ja, gute Frage. Also ich habe halt das Gefühl, es gibt ja schon einige Verbände oder Initiativen, die sich dann immer so mit so spezifischen Feldern beschäftigen. Ne? Es gibt ja die Berufsverband der Tanzlehrer, die vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Ausrichtung haben als jetzt vielleicht Künstlerinnen und Künstler, die andere Schwerpunkte haben, also was ihre Themenfelder sind, ne? Was sie betrifft. Die einen sind in der Künstlersozialkasse, die anderen sind quasi vielleicht, wenn sie eine Tanzschule haben, andersweitig irgendwie versichert. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz informiert, ob die dann auch alle in der Künstlersozialkasse sind. Aber das sind eben, ne, das meine ich, da gibt es so unterschiedliche Modelle und da weiß ich gar nicht, ob das dann so, ob dann auch alle quasi am gleichen Strang ziehen würden. Mhm. Das, aber müsste man vielleicht auch tatsächlich nochmal diskutieren, ob sowas wie eine Gewerkschaft irgendwie Sinn machen würde. Mhm. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, dass gerade sehr wenige Arbeit haben und die Arbeit, die es gerade gibt, sich wahrscheinlich für den Großteil auch gar nicht lohnt. Wenn ich jedenfalls mit den Studioinhabern oder Tanzschulbetreibern spreche, dann sagen die, ja, eigentlich frisst es gerade mehr an Kosten auf, als wir gerade reinholen können, dann ist das für uns alle sehr, sehr sinnvoll, denke ich. Dieses Interview ist für mich auch ein Beitrag, Wegbereiterin so einer Lobby-Tanz zu sein, damit wir das Bewusstsein dafür haben, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, denn nur gemeinsam können wir tanzen oder Tanz als Kulturgut erhalten, wenn wir die das ausführen oder wenn wir das unterstützen, ne, wenn wir die Supporter sind, nur das garantieren können für unsere gesamte Gesellschaft, wenn wir uns eben dafür einsetzen, dass das auch in einer bestimmten Qualität wieder möglich ist, erhalten bleibt, unterstützt bleibt, weil selbst wenn es für einen bestimmten Zeitraum nicht möglich ist, darf es einfach nicht so weit kommen, dass die Tanzpädagogin ab sofort beim Aldi arbeiten muss, raus aus ihrer Arbeit kommt,
den Kontakt verliert und nur noch alleine darauf definiert wird, auch was sie für Geld nach Hause bringt und sich ihrer Arbeit gar nicht mehr widmen kann. Und sei es durch Vorbereitungen. Ja? Wir können ja super viel zu Hause machen oder Weiterbildung, lesen. Und wenn ich meine Musikdatenbank wieder auf Vordermann bringe oder Ideen sammle, was für neue Projekte zu konzipieren sind, da darf man nicht rauskommen, genauso wie der Tänzer einfach weiterhin dafür sorgen muss, dass er weiter einen fitten Körper hat, weiter in der Lage ist, auf diesen hohen Level, auf dem er ja sozusagen gezwungenermaßen nach Hause geschickt wurde, einfach weitermachen kann, um dann, wenn es wieder möglich ist, dass dann alles nicht so schwerfällig wieder in Gang kommt. Das ist so ein bisschen mein Gedanke dahinter, dass mich beeindruckt einfach immer noch im Nachhinein, wie dieser tolle Gewerkschaftsführer damals in der Tagesschau lief, der rauf und runter und wurde gescholten, aber er hat im Endeffekt für seine Gewerkschaftler was ganz Tolles erreicht und er hat die Dankbarkeit für alle natürlich dadurch errungen. Jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt, das ist ganz klar, aber ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, auch für uns so etwas zu erreichen, alleine deswegen, dass uns das in dieser Härte nicht nochmal trifft. Da hast du total recht und wir sind auch zum Beispiel langfristig, ne? Du hast gerade nochmal dieses Thema prekären Finanzen. Da gehen wir zum Beispiel mit dem Bundesverband Aktion Tanz d'accord, dass wir zum Beispiel sagen, der Stundensatz für einen Tanzunterricht muss mindestens 60 Euro sein. Und das darf nicht sein, dass man für eine Unterrichtsstunde 20 Euro bekommt, weil eben viele TanzvermittlerInnen, TanzpädagogInnen freiberuflich arbeiten und die haben ja ganz viele eben Nebenkosten ihrer Freiberuflichkeit und es ist ja nicht allein mit dem 60 Minuten Unterrichten getan, sondern mit den Vorbereitungszeiten, Nachbereitungszeiten und wenn jemand seriös unterrichtet, dann hat er eben auch nochmal diesen Mehraufwand und diese ganze konzeptuelle Arbeit. Und das muss einfach entlohnt werden. Und das ist ganz wichtig. Und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder auch in politischen Runden das auch immer wieder anzusprechen, dass das einfach, das ist ein Muss. Und dass auch zum Beispiel die Diskussion mit den Honoraruntergrenzenempfehlungen, die sich ja quasi auf Tanzproduktionen hauptsächlich erstmal fokussiert haben, da ist eine wichtige Diskussion entstanden, was ist Kunst wert und wie viel, wie kann man zum Beispiel auch, wie müssen Fördergelder eigentlich, wie muss sich das widerspiegeln in der Förderstruktur? Und wir hier im Landesbüro in der Tanzvermittlung finden natürlich auch, dass diese Honorarempfehlungsdiskussion sich auch auf die TanzpädagogInnen und TanzvermittlerInnen beziehen muss. Dass da auch ein Umdenken passiert, also eine Sensibilisierung. Und wir stärken auch immer in unseren Fortbildungen oder Beratungsgesprächen diejenigen, dass wir sagen, ihr müsst das fordern, ihr müsst es als, ihr dürft nicht für 20 Euro euch verkaufen, sondern ihr müsst es fordern. Und ich bin zum Beispiel auch viel im Gespräch mit Musikschulleitungen oder mit anderen Institutionen, wo ich dann einfach mal sage, das sind eigentlich die Stundensätze, die gelten müssten, ne, damit eben Tanzkünstlerinnen, die unterrichten, nicht in die Armut auch hineinarbeiten. Ne? Und das sind Gespräche, die man immer und immer und immer wieder führen muss. Und ich hoffe natürlich, dass sich das langfristig dann auch auswirkt. Ja, und dazu gehört auch das Selbstbewusstsein, glaube ich, jedes einzelnen Tanzunterrichtgebender. Wenn alle sagen würden, ich arbeite nicht für unter 60 Euro die Stunde, dann gäbe es diese Diskussion nicht. Aber wir haben nach wie vor noch diese Problematik, dass nicht nur jemand, der wenigstens diese dreijährige Ausbildung hat, dann
in einer Arbeit ist oder in einem Arbeitsverhältnis und diejenigen dann einfach mit sehr viel weniger zufrieden sind, weil sie es nebenbei machen, was auch immer. Und das ist, glaube ich, in fast jeder Branche dann diese Diskrepanz, dass der Professionelle diesen Stundenlohn dann einfach nicht kriegt, weil vorher schon genügend gewesen sind, die die Preise auch ein bisschen kaputt machen. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass derjenige, der es einkauft, teilweise dann gar nicht überblicken kann, was so eine Qualifikation dann eigentlich wert ist und warum es sinnvoll ist, den ausgebildeten, erfahrenen Tanzvermittler zu engagieren und nicht einen Übungsleiter, der das seit 3 Monaten macht. Ich mache jetzt mal was sehr Breites auch, um das sichtbar zu machen, aber da werden jetzt sehr, sehr viele am anderen Ende von der Podcast-Folge nicken und sagen, ja, das müssen wir eigentlich mal im kompletten Interview nochmal aufdröseln. Es ist für uns eine Thematik, die sehr wichtig ist. Ich möchte jetzt mit dir nochmal eine ganz wichtige Begrifflichkeit aufdröseln. Wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen für uns abgesprochen. Was ist denn jetzt ein Tanzvermittler? Du bist nämlich vom Spezialbereich Tanzvermittlung, Henrika. Das heißt, mein Gott, es kursieren so viele Begriffe rum. Was ist denn jetzt ein Tanzvermittler? Was ist ein Tanzpädagoge? Sagt man das mehr oder nicht mehr? Ist das die modernere Version? Was ist eigentlich ein Tanzlehrer? Es gibt ja zig Begriffe gerade. Ich habe mich im Podcast auf Tanzschaffende geeinigt, weil ich ja eben auch Tänzer, Choreografen und so weiter immer mit einbeziehe, auch wenn nicht jede Folge für jeden quasi relevant ist. Aber hilf uns doch mal bitte, du bist die Fachfrau, um diese ganze Geschichte, diese Begrifflichkeit mal ordentlich aufzudröseln. Wir nehmen den Begriff Tanzvermittler, Tanzvermittlerin lieber, weil wir finden, dass das ein offenerer Begriff ist. Weil Tanzpädagoge oder Pädagogin doch sehr stark auf das Pädagogische rekurriert, ist eben schon im Wort formuliert ist. Und wir eigentlich finden, dass der Vorgang der Tanzvermittlung, also mehr Spielraum lässt, auch für das, was natürlich in dem ganzen kreativen Austausch zwischen den Tanzschaffenden und denen, die in einer Unterrichtssituation oder in einer kreativen Situation zusammenkommen, was zwischen denen passiert. Und das war jetzt von uns eine Entscheidung, uns für diesen Begriff zu entscheiden und den zu wählen. Es gibt natürlich, ich verstehe auch, dass es gibt natürlich auch die Diskussion zu sagen, man muss den Tanzpädagogikbegriff stärken und quasi auch, was du ja gerade auch angesprochen hast, irgendwie so quasi Qualitätskriterien vielleicht damit irgendwie schützen. Aber wir im Landesbüro denken eigentlich eher, dass es wichtig ist, so analog zu dem, was der Bundesverband formuliert hat, also Qualitätskriterien zu formulieren. Was macht ein gutes Tanzprojekt zum Beispiel aus? Und das schließt natürlich eine Qualifizierung oder eine Qualifikation der Person des Projekts zum Beispiel durch, führt natürlich mit ein. Aber das ist, ich würde sagen, das ist vielleicht so eine Art, es gibt nicht den letztgültigen Begriff. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen mehr Akzentuierung auch, wo man sich so ein bisschen mehr verortet fühlt. Und wir fühlen uns da eben in diesem, also wir sprechen auch von Tanzschaffenden, da gehe ich auch d'accord mit dir, finde ich auch gut, weil es einfach wichtig ist, alle einzuschließen, die in diesen künstlerischen Prozessen beteiligt sind. Also du hast gerade auch, ne, es ist genauso ein Lichtdesigner, eine Lichtdesignerin kann eine Tanzschaffende sein, weil sie zu diesem Projekt beiträgt, als auch eine Tänzerin oder ein Tänzer. Es kann aber auch natürlich jemand sein, der sich quasi in der vermittelnden Arbeit am wohlsten fühlt. Und dann vielleicht, da entstehen ja auch kreative oder künstlerische Prozesse. Also wir trennen das nicht so, dass wir sagen, hier ist die Kunst und da ist die Pädagogik, sondern wir versuchen da eigentlich einen Brückenschlag. Also ich verstehe es tatsächlich für mich mittlerweile als Überbegriff,
Der Tanzvermittler, der dann ein Tanzpädagoge oder von mir aus auch jemand, der vorher Tänzer war, also eher auf der Bühne gewesen ist, so ein Bühnenperformer sein kann. Es können aber auch rhythmische Sportgymnastiklehrer sein, die haben auch ein gewisses Tanzverständnis. Und es gibt ja noch zig andere, die in der Tanzvermittlung tätig sind. Für mich ist das wichtig, nochmal zu benennen, gerade mit einer Fachfrau, weil Tanzvermittlung, glaube ich, ohne eine gewisse Didaktik, Methodik nicht funktioniert. Aber es gibt eben etwas, was grundsätzlich alle als Handwerkszeug haben. Und wenn man dann einfach sagt, okay, in diesem Projekt geht's dorthin oder in der Tanzschule dorthin, dann kann man ja immer noch mal seine bestimmteren Wünsche quasi äußern. Man muss ja nicht jeden für alles nehmen. Das ist ganz klar, dass da immer Spezialisierungen gibt oder feinere Ausrichtungen. Aber ich finde es schön, dass man sagt, wir sind doch alle Tanzvermittler. Wir sorgen alle dafür, dass andere Menschen ins Tanzen kommen. Ja, ich sehe mich noch nicht mal immer als jemand, der anderen was lernt. Wer bin ich eigentlich? Ja, da gibt es schon so viel im anderen. Und ich versuche ihn zu unterstützen, dass er so das, was in ihm ist, nach außen ausdrücken kann oder entwickeln kann. Aber dahingehend finde ich das richtig schön, weil dadurch kommt eine Gemeinsamkeit noch mal mehr zum Ausdruck. Und gerade ein Büro für Tanzvermittlung zeigt ja am Ende auch, wir sind für euch alle da. Wir machen keine Unterschiede. Was solltet ihr jetzt noch für einen anderen Begriff finden, ja, wo man dann einfach sagt, oh, da sind die ausgegrenzt, da sind die ausgegrenzt. Also es muss schon ein weltoffener Begriff oder ja, Form, Berufsform sein, damit ihr gerade auch größtmöglichst helfen könnt. Deswegen ganz, ganz vielen Dank, Henrike, für dieses umfassende Gespräch. Du hast ja wirklich auch so ein paar hartnäckigen Fragen von mir gestellt. Das kommt tatsächlich immer mehr besser an, habe ich mir jetzt immer wieder Feedbacks geholt. Und wenn wir dich jetzt schon mal da haben aus dem Landesbüro, dann ist natürlich auch schön, wenn wir solche Fragen oder wenn ich solche Fragen dir stellen darf und ein paar wirklich wertvolle Antworten auch bekomme. Ja, danke. Ja, bitte, oder danke. Vielleicht ganz kurz ergänzend, also wir sehen ja Tanzvermittlung, ich stimme dir da total zu, also ich finde eben auch, dass es ein guter Begriff ist, um so ein Feld aufzuzeigen. Vielleicht nur eine klitzekleine Ergänzung. Wir sehen natürlich auch die ganzen Formate unter Tanzvermittlung, die tatsächlich vermittelt wirken. Also zum Beispiel alles, was auch Zugänge herstellt. Also Zugänge herstellt zu Tanzkunst. Das kann unter Umständen eine Physical Introduction sein, also dass Besucherinnen von der Tanzvorstellung eingeladen werden, selbst eine Stunde vor Vorstellungsbeginn zu tanzen, weil was ich ein wunderbares Format finde, weil es eben so über die empathischen Momente geht und nicht immer über die kognitive Wissensvermittlung. Und es kann aber auch genauso sein, Tanzvermittlung für uns, dass du ein Tanzprojekt mit Kindern oder Jugendlichen machst. Und da einfach zu signalisieren über so einen Begriff, die Welt des Tanzes ist sehr, sehr breit, sehr weit, sehr tief, sehr vielseitig. Und auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend. Und das, dann möchten wir eben dazu beitragen, als ein Landesbüro hört sich erstmal so abstrakt an, aber wir sehen uns tatsächlich auch als Brückenbauer, also auch zum Publikum, zwischen Künstlerinnen, zwischen allen möglichen Menschen, die in irgendeiner Weise den Kontakt suchen oder sich über Tanz ausdrücken wollen. Vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, was das Landesbüro eigentlich ist. Also wir sind ja ein Förderverein und die Mitglieder des Landesbüros, die unterstützen durch ihre Expertise teilweise seit der Gründung, also seit 1992, die Arbeit des Landesbüros. Und das sind Menschen drin, die ganz unterschiedliche Expertisen haben. Also das sind Künstler drin, das sind Tanzpädagogen, Tanzvermittler drin, das sind Menschen aus der Kulturpolitik, aus der Kulturverwaltung, aber eben auch Kuratoren, Theaterleitungspersonen,
Also das ist so ein sehr breites Feld und ich will natürlich auch nochmal eine Lanze brechen dafür, auch hier Kontakt zu uns zu suchen, uns als Ansprechpartner zu nutzen für die ganzen Angebote, die wir machen. Wir machen ja viele Seminare, die sind meistens auch kostenfrei, die Seminare. Wir bieten Beratungen an. Das kann von dramaturgischen Konzepten genauso weit gehen wie zu, wie mache ich meine Steuererklärung. Also wir bieten so sehr unterschiedliche Module an oder wie schreibe ich einen Antrag? Wie mache ich einen Verwendungsnachweis? Also das sind ja alles Kompetenzen, die von Künstlerinnen und Künstlern erwartet werden, dass sie können, um professionell arbeiten zu können. Aber dieses, bei vielen ist es eben Learning by Doing und da wollen wir eben unterstützen, dass dann eben einfach schon bestimmte Erfahrungswerte, dass nicht jeder irgendwie quasi immer die gleichen Sachen mit sich selbst erarbeiten muss, sondern dass wir da einfach sagen können, hier, wir haben da einfach bestimmte Konzepte oder Informationen, das hat sich bewährt und das geben wir dann auch gerne weiter. Also das war mir nochmal wichtig zu sagen. Danke, ich hätte nämlich spätestens jetzt nachgehakt. Und das ist eines dieser Gründe, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, warum die Arbeit von unseren Tanzvereinen, Tanzvereinigungen, Berufs- und Bundesverbänden und vom Landesbüro einfach so wertvoll und wichtig ist und auch genutzt werden soll. Es gibt noch viel zu viele Kollegen. Deswegen für mich auch jetzt dieser Ansporn gewesen ist, nochmal die verschiedenen Vereinigungen oder auch Henrike anzuschreiben und zu sagen, hey, hättet ihr Lust, das nochmal vorzustellen und gemeinsam die Arbeit nochmal vor aufzudröseln, die auf dem Silbertablett zu servieren, damit du weißt, was alles nutzbar ist. Denn das ist doch etwas, was wundervoll ist, wenn du da noch nicht mal etwas dafür zahlen musst oder einen ganz geringen Beitrag und Fachkräfte am anderen Ende hast, die genau wissen, worum es geht. Und da kannst du Tanzlehrer sein, Tanzpädagoge, Tanzvermittler etc. Wenn du Unterstützung brauchst, anrufen, E-Mail. Ich selber habe schon im März was, glaube ich, oder im April von der Monika Söllner das Coaching genutzt. Die hat sich eine Stunde Zeit sogar oder eine Dreiviertelstunde Zeit genommen und ich kann nur sagen, es war sehr, 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 sehr toll. Es hat für mich wirklich einen entscheidenden Knoten bei mir auch gelöst, der mich hinterher freier gemacht hat in der Arbeit, wie sie für mich jetzt neu stattfinden kann. Also es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, da für sich etwas zu finden. Manchmal weiß man ja auch noch gar nicht, was man braucht und hat einfach nur irgendein Problem oder eine Aufgabe zu lösen, die riesig erscheint. Und dann kann man einfach anrufen und sagen, mir geht's jetzt so und so, ich habe eine Idee, das könnte ich gebrauchen, aber vielleicht wisst ihr ja noch besser, was gerade für mich gut ist, weil hier sitzen einfach die Profis und das schon seit sehr langer Zeit. Das Ausruf. Genau, sind's also 2022, hättet ihr dann quasi das nächste Jubiläum. In diesem Sinne, Henrike bekommt unser Abschlusswort. Ihr Lieben, teilt aber bitte, 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 bitte diese Folge an alle, die euch einfallen, die auch von dem Landesbüro und der Arbeit profitieren würden. Schreibt uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes, Facebook, wie auch immer. Schreibt uns neue Themenvorschläge, eure Kritik, wenn ihr auch zu dieser Folge noch was anzumerken hättet oder nachfragen wollt. Alle Informationen zum Landesbüro findet ihr in den Shownotes, damit du dich da ganz präzise hinwenden kannst. Und dann, liebe Henrike, tanzen ist für mich. Ich würde es gerne ein bisschen modifizieren. Also zeitgenössischer Tanz ist für mich eine der spannendsten Kunstformen, weil sich hier individuelle und gesamtgesellschaftliche Fragestellungen spiegeln können. Und auch Themen wie das Verhältnis von Mensch und Umwelt immer zentraler werden. Immer steht der Körper auch in seiner Fragilität im Zentrum. Und das ist für mich nach wie vor eine der faszinierendsten Sachen. Ich möchte alle gerne einladen,
abonniert unseren Newsletter, besucht unsere Homepage. Wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen, wenn Dinge, wenn Themen, Vorschläge für Seminare sind oder sowas. Das ist immer für uns auch hilfreich zu wissen, was interessiert euch, wo sind Bedarfe, weil wir können uns natürlich auch nur weiterentwickeln auf das Feedback der Tanzszene in NRW. Und das ist uns total wichtig, dass wir da von euch Feedback bekommen. Ja, da freuen wir uns drauf.